Auf den Straßen sieht man sie zurzeit wieder überall. Jacken und Mäntel mit Pelzkragen. Immer häufiger wird dafür tatsächlich wieder echtes Tierfell genutzt, zum Beispiel Nerz. Die Farmen, die die Tiere züchten, liegen meist verborgen im Wald. Aus guten Gründen. Jetzt ist es einem Tierschützer gelungen, heimlich die sogenannte Ernte der Nerze zu dokumentieren. Gudrun Möller mit den grausamen Bildern. Es sind Schreie der Angst und der Verzweiflung. Schreie, die ungehört bleiben, irgendwo im Wald. Nach nur wenigen Monaten qualvollen Lebens in viel zu kleinen Käfigen werden die Tiere getötet. Erntezeit nennen das die Züchter. Dazu werden die Nerze lebend mit dem Kopf zuerst auf eine solche Kiste aufgeschlagen. Durch die Wucht öffnet sich eine Klappe. Die Tiere sind gefangen, dann werden sie vergast. Man kann bei der Tötungsmethode des Vergasens nicht sagen, dass die Tiere alle ordnungsgemäß getötet oder betäubt sind und zum Teil auch Tiere lebendig das Fell über die Ohren gezogen bekommen. Das Fell wird in Deutschland hauptsächlich für Kragen verwendet, der Großteil aber geht nach China und Russland. Doch nicht nur das Fell wird weiterverarbeitet. Nerzöl findet sich in zahlreichen Kosmetikartikeln wie Shampoo und Cremes. Man sieht ja hier, dieser Kadaver wird auf diesen Tisch fixiert, dann wird das Fell runtergezerrt vom Körper. Zurück bleibt dieser blutige, verfettete Leib des Tieres. Und aus dem Fett dieses Kadavers wird dann das Nerzöl gewonnen. Seit 2011 gibt es ein Gesetz, das für die Nerzhaltung deutlich größere Käfige vorschreibt. Doch die Züchter ignorieren das. Die Pelzindustrie nimmt das deswegen in Kauf, weil sie pro Nerzfell, das sie an den Handel abgibt, 50 Euro Umsatz macht. Das macht bei 100.000 Nerzen einen Umsatz von 5 Millionen Euro. Die Gerichtsbußen, Gerichtsverfahren sind lächerliche Geldbeträge dagegen, was dort eben umgesetzt wird. Und nur deswegen machen sie weiter. Sie spielen auf Zeit. Für diese Nerzfarm in Westfalen ist es die letzte Ernte. Nach zahlreichen Anzeigen durch die Tierschutzorganisation wird der Betrieb geschlossen. Bis 2014, so hofft der Verein, sollen auch die letzten 8 deutschen Farmen geschlossen sein.